3 Wochen gehen langsam zu Ende und jetzt gibt's für euch den letzten Teil unseres Skandinavien-Roadtrips im März. Das Wetter ist nicht berauschend, aber im Süden von Norwegen wird die Landschaft nochmal unglaublich. Wir nehmen euch mit auf die FV44, eine der 18 norwegischen Landschaftsrouten. Ich gehe mit euch Eisbaden im Fjord und erzähle euch was über mein etwas beklopptes Hobby. Und zum Schluss gibt's noch ein Reisefazit auf der Fahrt von Larvik mit der Fähre nach Hirtshals. Wir sind Uwe und Elke und reisen mit unserem Unimog durch Europa. In unseren Videos zeigen wir euch viel Natur, wunderschöne Landschaften und interessante Städte. Also, los geht's! Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst! Wir starten wie immer mit der Karte für die erste Strecke. Von unserem Platz an der Nordsee müssen wir erstmal wieder etwas Richtung Norden bis kurz vor Haugesund. Dann geht's ab Richtung Süden mit der Fähre durch mehrere Unterwassertunnel bis Stavanger. In Stavanger erreichen wir die FV44 und der folgen wir immer weiter entlang der Küste. Die Tagesetappe sind 226 Kilometer. Los geht's! Wir verlassen unseren Übernachtungsplatz direkt am Meer. Leider bei schlechtem Wetter. Von dem Sonnenschein vom Vorabend mit traumhaftem Sonnenuntergang aus dem letzten Video ist leider nichts übrig geblieben. Schnell erreichen wir den Karmøy-Tunnel. Ein Unterwassertunnel, der bis zu 139 Meter unter dem Meer durchführt. Wir folgen der E39 bis zur Fähre. Nach circa einer halben Stunde sind wir auf der anderen Seite und ein paar Unterwassertunnel weiter erreichen wir in Stavanger die FV44. Diese Traumstraße zählt zu den norwegischen Landschaftsrouten. Die norwegischen Landschaftsrouten sind 18 ausgewählte Straßenabschnitte durch Landschaften mit einzigartiger Naturqualität, die an Küsten und Fjorden, Bergen oder Wasserfällen entlang führen. Die Strecken sollen als gute Alternative zu den Hauptverkehrsstraßen dienen. Gleichzeitig soll die Fahrt ein besonderes Erlebnis sein. So erfahre ich es auf der offiziellen Webseite der Landschaftsrouten. Link wie immer in der Beschreibung. Inzwischen waren wir schon dreimal in Norwegen und sind schon einige dieser Traumstraßen gefahren. Allesamt grandios. Die 44 führt mal entlang der Küste durch weite Wiesen und mal geht's rauf in die Felsen. Die Landschaft ist unglaublich. Dicke Felsen, traumhafte Ausblicke aufs Meer und ein kleines Sträßchen, das sich durch die Landschaft schlängelt.
Leider ist das Wetter nicht so toll, aber die düstere Stimmung passt irgendwie auch zu dieser schroffen Felslandschaft. Teilweise kraxelt der Unimog bis auf 200 Meter in die Hügel hinauf. Hier gibt es überall Seen, die scheinbar die Eiszeit übrig gelassen hat. Am Abend finden wir einen kleinen Platz an einem See direkt an der Straße. Da es hier aber kaum Verkehr gibt, wird es trotzdem eine sehr ruhige Nacht. Weiter geht's mit der nächsten Etappe von 370 Kilometern. Bis Flekkefjord folgen wir der noch wunderschönen FV44 und dann hat uns so langsam die Zivilisation wieder eingeholt und wir folgen der E39. Am Abend finden wir einen Übernachtungsplatz in der Nähe von Holmestrand.
So, hallo zusammen und schönen guten Morgen. Heute nehme ich euch mal mit zum Eisbaden. Und zwar haben wir da hinten einen Fjord. Da steht unser Unimog. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, da vorne ist eine Slipanlage. Da kann man Boote ins Wasser lassen. Da werde ich einfach mal versuchen, ob ich da reinkomme. Und ich nehme euch jetzt mal mit und erzähle euch auch mal so ein bisschen, wie das funktioniert bei mir mit dem Eisbaden. Also, als erstes, man geht aus dem Unimog, man zieht sich aus vorher, geht raus und beschließt, da gehe ich jetzt rein. Und dann gibt es da auch kein Zurück. Es gibt also nicht die Variante, ah, ich versuche es mal, oh scheiße, ist das kalt, ich gehe wieder rein. Nein, wir gehen da jetzt rein, fertig, aus. Kalt ist es, das weiß ich auch vorher. Und ich versuche das jetzt einfach mal, oder beziehungsweise ich nehme euch jetzt da einfach mal mit. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, sind die Steine ein wenig holprig. So, dann wollen wir uns das Ganze mal ansehen. Da habe ich schon etwas gefunden, wo ich mein Handtuch ablegen kann. Zack. So, los geht's, ab ins Wasser. Wir haben auch noch Wellen. Ich sehe nichts. Windig ist es auch. Kalt ist es auch, rutschig ist es auch. Ja, die Problematik hier ist, dass ich sie überhaupt nicht sehe und der Untergrund ziemlich rutschig ist. Ich möchte auch ungern mein Handy ins Wasser plumpsen lassen. So, jetzt bin ich schon mal bis an die Badehose im Wasser und jetzt hocke ich mich jetzt einfach mal hin und versuche weiterhin ganz ruhig durchzuatmen. 1, 2 und 3 und ab ins Wasser. So, jetzt hocke ich hier drin. Wie ihr sehen könnt, hoch. Mit den Wellen ein bisschen durch und dann versuche ich ruhig weiter zu atmen. Also zu Hause, normalerweise mache ich so 20, 30 Atemzüge. Ich versuche das hier mal durchzuziehen. Die Aussicht ist ein Traum. So, ich bin jetzt ungefähr so bei 20 Atemzügen, das reicht mir jetzt und ich gehe jetzt einfach wieder raus. So, das Gefühl ist jetzt im Nachhinein grandios. Es ist also jetzt im Moment beißt es tierisch in den Füßen. Die sind also saukalt geworden dabei, das ist auch mal das Hauptproblem, dass die Füße und die Hände zu kalt werden. Aber der Rest des Körpers, der fängt jetzt ganz langsam an von innen richtig aufzuheizen, um das Ganze wieder auszugleichen. Und jetzt kommt so langsam aber sicher ein super tolles Gefühl und vor allen Dingen das Mega-Gefühl, da war ich drin und das hat funktioniert. Also wer das auch mal ausprobieren möchte, ihr solltet wirklich gesund sein. Ich habe also meinem Arzt vorher nachgefragt, und habe mein EKG und so weiter alles machen lassen, das sollte in Ordnung sein. Also wenn ihr Herzprobleme habt, Finger von. Ansonsten ist das ein super tolles Gefühl. Ich stehe auch jetzt hier ein bisschen im Wind. Kalt ist mir überhaupt nicht. Also es ist mega. Versucht es einfach mal. Ab ins Meer. Eigentlich wollten wir noch einen Tag länger in dieser Gegend bleiben, aber das Wetter ist so grauslich, dass wir uns entscheiden, zur Fähre nach Larvik zu fahren. Da der Andrang eher gering ist, bekommen wir noch einen Platz auf der 17.40 Uhr Fähre nach Hirtshals.
Unsere erste Fahrt mit einer so großen Fähre. Bisher sind wir nach Skandinavien immer über die Brücken nach Malmö oder mit der wesentlich kleineren Fähre von Fehmarn gefahren. Wir sind jetzt auf der Rückfahrt. Wir haben jetzt gerade in, wie heißt das? Larvik. Wir haben jetzt gerade in Larvik abgelegt und fahren jetzt Richtung Hirtshals nach Dänemark. Das wird so ungefähr 4 Stunden dauern und ja, das Wetter ist nicht so toll. Mal gucken, ob das Meer halbwegs ruhig ist oder ob wir da auch noch ein bisschen Wackeln erleben werden. Wenn auch nicht schlimm, die Beiboote hängen direkt über uns. Also viel kann nicht schief gehen. Die Überfahrt dauert ca. 4 Stunden. Zeit genug für uns, die Fähre zu erkunden. Geschäfte, Bars und Restaurants. Selbst für Kinder gibt es ein extra Programm und dann entdecken wir das Buffet-Restaurant. Wir bekommen für umgerechnet 35 Euro pro Person einen schönen Tisch am Fenster, der uns für die komplette Überfahrt zur Verfügung steht. Und wir können uns nach Herzenslust am Buffet bedienen. Alle Drinks sind ebenfalls inklusive. Ich bin begeistert. Ich habe Lebensmittelunverträglichkeiten, aber alles ist gekennzeichnet und ich kann mich ohne Sorgen durchfuttern. Unsere Tour neigt sich dem Ende. Wie Elke schon gesagt hat, sind wir in Larvik auf die Fähre. Ein riesen Ding, diese Fähre. Mehrere Geschosse, wo LKWs, PKWs etc. rein können. Ja, also eine richtig große Nummer. Ja, schippern jetzt hier irgendwo rund 4 Stunden bis nach Dänemark rüber. Und dann wird es eigentlich so ein bisschen langweiligere Strecke, deswegen kommt auch kein weiterer großes Filmszenen. Wir gehen wieder auf die Autobahn und fahren zurück Richtung Solingen. Grundsätzlich die 3 Wochen Norwegen einfach sensationell. Wir haben es bisher 2-mal im Sommer erlebt, aber auch jetzt in der späten Winterzeit einfach toll mit diesen noch zugefrorenen Seen, diese Schneemengen, die wir irgendwo gesehen haben. Also, ich sag mal einfach, Skandinavien ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Wer da hin will, macht es. Es lohnt sich auf alle Fälle, egal wann. Ja, von mir auch alles Gute. Bis zur nächsten Reise. Wir freuen euch wieder mitnehmen zu dürfen. Ciao! Wenn ihr euch jetzt auch für so ein Fahrzeug interessiert, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Schaut mal auf unserer Webseite auto-stamm.com. Wir sind autorisierter Händler des niederländischen Kabinenbauers Blissmobil für Deutschland, also die gleiche Kabine, wie wir sie auf unserem Unimog haben. Einfach mal runterscrollen oder oben auf den Link Bliss klicken. Ein Link zu unserer Roomtour von unserem Unimog, die findet ihr hier. Und dann geht's weiter zu den verschiedenen Kabinengrößen. Ja, und bei Interesse oder Fragen, da könnt ihr euch direkt bei Uwe bei uns in der Firma melden. Na dann, bis zum nächsten Video oder wir sehen uns mal bei uns in Solingen. Bis bald. Tschüss, eure Elke.